Willkommen zurück, liebe Leute, zu einer weiteren Runde Plants vs. Zombies Garden Warfare. Haben wir hier die Metallsonnenblume? Wow! Wir spielen diesmal den Feuerschnapper, den wir ja beim letzten Pack-Opening gezogen haben. Viele haben sich den gewünscht, deswegen zeige ich euch den mal natürlich. Ist ja gar kein Problem. Genauso wie die anderen Figuren, Leute. Die zeigen wir natürlich auch noch alle. Ihr kennt das Ganze. Immer einen nach dem anderen. Zack, da haben wir schon den ersten. Und da haben wir schon mal das gesehen, was den Feuerschnapper so geil macht. Oh, oh nein! Den wollte ich voll einschleimen. Hat nicht ganz geklappt. Nämlich das Feuerspray. Ja, und der sprüht so ein bisschen, macht er hier ein bisschen auf Flammenwerfer. Ich schau mal ganz kurz, ich habe noch nicht eine einzige Verbesserung auch mit dem Feuerschnapper. Und das ist sehr, sehr schade. Aber da ist auch mir letztens eine Idee gekommen und da möchte ich gerne mal euer Feedback dazu. Nämlich, das habe ich glaube ich schon in einem anderen Video erwähnt, oder habe ich das schon erwähnt? Ich weiß es gar nicht. Nämlich, dass ich ja Figuren schon teilweise angetestet habe und alle mit, die meisten mit ohne Verbesserung, ne? Wie zum Beispiel den Panzerkommandanten oder sowas, habe ich ja ohne Verbesserung gezockt. Und meine Idee war da, dass ich vielleicht doch nochmal zocke, wenn ich alle Verbesserungen habe, damit wir einfach mal absehen können, inwieweit der besser wird oder nicht. Shit, den hätte ich haben können. Den hätte ich vielleicht haben können. Ja, dass wir den Panzerkommandanten, wenn er alle Verbesserungen hat, nochmal zocken. Und ja, irgendwann sind wir ja durch. Deswegen können wir ja sowas auf jeden Fall mal machen später. Denn beispielsweise der Panzerkommandant hat mir ja schon sehr, sehr gut gefallen. Und einigen anderen auch, wenn ich so die Kommentare richtig gedeutet habe. Und das, wie gesagt, ohne Verbesserung, ohne eine einzige Verbesserung. Und da war ich schon richtig gut mit dem Panzerkommandant. Ich rübergeballert aus der Ferne. Und ja, gebt mal gerne euer Feedback dazu, ja? Was ihr von dieser Idee haltet. Oh oh, den hab ich. Das ist meiner. Und jetzt bin ich tot. Shit. Aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf den Feuerschnapper. Und ja, ich bin ja nicht so gut. Ich bin ja nicht so der unbedingt der Allerbeste mit den Schnappern. Cool, ey, hier die beiden Ninja-Blumen. Drei Stück direkt. Ey, ihr seid eine richtige Bande. Reiner Jungs. Ey, wir nehmen ja jetzt schon wieder ein, das nächste. Boah, gerade noch so den Ausgleich geschafft. Komm, verdau ihn. Oh, Mist. Der hat ja Pizza auf dem Auge. Oh Mann, warum hast du die Pizza gezeigt? Jetzt hab ich voll Bock wieder auf Pizza. Fressen. Mensch, ja. Leute, was ist eure Lieblingspizza? Habe ich das schon in diesem Projekt mal erzählt, in Plants vs. Zombies? Ich weiß, dass ich noch... Ich glaube, ich habe das mal in Infamous erzählt. Da kamen relativ viele Antworten. Was ist eure Lieblingspizza eigentlich? Damit ich meine natürlich beantworte, ist immer noch Pizza Tonno. Boah, Thunfisch, Pizza mit geil Zwiebeln drauf. Aber auch dann keinen normalen Käse, sondern Mozzarella. Boah, Gott, ich höre jetzt hier auf mit der Aufnahme. Ich kriege richtig Hunger gerade. Das hätte ich jetzt nicht erwähnen sollen. Mist. Was ist denn hier los hier? Den Äußer hole ich mir. Yes. Ein Mann, ein Wort, Junge. Ah! Hau ihn weg. Scheiße. Oh Mann, ey. Aber der Feuerschnapper gefällt mir schon mal. Besonders halt wegen seinem... Wie gesagt, Flammenwerfer, das ist einfach cooler als zu spucken. Es ist, da kommt mir nur ein komischer Vergleich mit dem Spucken und so weiter. Das kann ich aber jetzt hier nicht sagen, das wäre nicht jugendfrei. Das wäre definitiv nicht jugendfrei, deswegen sage ich das jetzt lieber nicht. Aber ich hole den Ulzer weg. Einen davon hole ich weg. Ich hab doch gesagt, ich hole einen weg. Habt ihr auch nicht mehr dran geglaubt, dass ich einen weghole, oder Leute? Ich habe ehrlich gesagt auch nicht. Ich dachte, ich schaffe das nicht mehr. Scheiße, Mann. Scheiße, hat der einen geilen Bart. Habt ihr das gesehen? Ich hätte auch gerne so einen Bart. Flammenwerfer-Action! Nein, ich wollte die Mechanik da wegholen, den Elektriker. Ach, habt ihr gesehen, der war auch gefangen in meiner Falle.
Schöner Schleimpilz. Das ist eine richtig gute Idee eigentlich, hier an so eine Ecke so ein Schleimpilz hinzutun, was die Leute einfach viel langsamer macht und dann kannst du die schön wegfahren sozusagen. Sehr coole Idee. Gut gemacht, Kumpel. Damit ich einfach mal hier so tun könnte, als hätte ich irgendwie Ahnung oder so, was ich hier mache. Natürlich nicht. Oh mein Gott, wie viele Zombies auf einem Fleck, das habe ich noch nie gesehen. Ich glaube, so viele Zombies habe ich noch nie gesehen. Habt ihr das gesehen? Oh Gott. Das ist mein Problem. Ich bin nicht so gut mit dem Schnapper. Also wenn ihr Tipps habt, auch für den Feuerschnapper vielleicht oder allgemein für die Schnapper, immer her damit. Ja, ihr seht es ja. Meistens hole ich dann irgendwie nur einen weg und dann bin ich tot. Ich gehe zu offensiv ran wahrscheinlich, ne? Das wird mein Problem sein, dass ich da immer frontal drauf gehe. Zack! Hinter dir, Blitzschnapper! Powerschnapper hieß er, wa? Den hole ich auch noch weg. Den hole ich auch noch weg. Nein, ich habe eine Vorlage bekommen. Ich habe nur eine Vorlage bekommen. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Da opfere ich mich fast. Stürze mich da voll rein mit meinem geilen Feuer-Irokesen-Schnitt hier. Und dann kriege ich keinen Kill. Was soll das? Mann, Mann, Mann. Ihr seht schon, ey. Also wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Tipps habt, immer her damit. Immer her damit. Ich glaube, ich gehe drauf. Ich glaube, ich gehe drauf. Stirb, Zombies! Stirb! Ja, es ist meiner. Heil mich! Heil mich, Metallblume! Heil mich! Oh Gott, Rainer, Rainer, ich muss da rein! Oh Mist! Ja, genau, genau, genau. Hol mich zurück. Wo bin ich? Wo bin ich? Da bin ich. Geflogen. Komm, 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 komm. Los, los, los. Ab unter die Erde. Wie so ein geiler Maulwurf. Ich bin der Maulwurf, Junge. Zack, hab ich dich. Und weg hier. Weg, 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 weg. Gib mir Deckung, Jungs. Gib mir Deckung. Oh, jetzt kommen sie mit allem, was sie haben. Habt ihr das gesehen? Ey? Oh Gott, mitten im Kriegsgebiet. Holt mich jemand? Das war jetzt Reflex. Weißt du, ich sage noch, holt mich jemand und dann drücke ich. Shit. Bam. Schön, dass er mich nicht bemerkt. Aua, 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 aua. Oh, den habe ich, den habe ich. Weg, weg, weg. Oh, danke für die Heilung. So, nochmal ab unter die Erde. Und dich schon wieder. Es tut mir leid, aber du musst dran glauben. Mist. Scheiße, jetzt nehmen sie doch noch einen. Leute, verteidigt ist! Verteidigung! Eigentlich müsste man jetzt so wie im Basketball bei, in den USA, so weißt du. Dim, 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 dim. Defense, Defense! Oh, mit 10 Pflanzen stehen wir hier bereit, ey. Oh, ich würde mich hier nicht mehr reintrauen. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Mit dem Feuerschnapper, ja, so ganz so schlecht wie ganz am Anfang von mir mit den Schnappern war es jetzt nicht, aber wie gesagt, gerne Tipps reinschreiben, auch natürlich gerne reinschreiben, wen ihr als nächstes sehen wollt und ich hoffe, es hat euch gefallen. Genau, und euer Feedback zu meiner Idee, dass wir die Charaktere nochmal zocken, wenn wir alle Fähigkeiten haben, das wäre doch auch interessant mal zu sehen, was sich da geändert hat, oder? Was meint ihr? Das war nur so eine Idee
Und deswegen frage ich euch einfach dazu. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, beziehungsweise einfach eine Bewertung. Wäre auf jeden Fall super von euch. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.